Zombie Apocalypse. Hallo YouTube, da bin ich wieder. Heute Adventskalenderzeit und ich wünsche euch einen schönen Montag. Ja, wir haben heute den 7.12. und das siebte Häuschen. Da ist es. Haus Nummer 7. Wir gucken mal gleich rein. No, auch nochmal für die Große, bitteschön. So, und dann wollen wir nochmal gucken, was da drin ist. Wie ihr mitgekriegt habt, fehlt hier ein Teil, ne, bei dem Zusammenbauen. Ne? Wo ist er da? So, da haben wir jetzt ein paar kleinere Teile und jetzt gucken wir mal, was dann da noch so passiert bei den kleinen oder was da noch kommt. Ich habe keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall dann schon auf der zweiten Seite. Man mag es kaum glauben. Und ja, jetzt schauen wir mal rein. So, das kommt da hin. Das kommt da. Oh, jetzt geht das nicht raus. Weil es da drunter gerutscht ist. Moment. Das haben wir gleich. So. Haus Nummer 7. Wir tun das Ding mal an der Seite hier. Brauchen wir nicht mehr. Ein Zettelchen erwartet uns. Mit die Aufkleber bekommst du bei mir. Jetzt am Ende, ich muss aufstehen oder was? Hier. Ja? Die Aufkleber bekommst du bei mir. Ja. Machen wir nochmal die große. Ne? So. Gut. Die passenden darfst du dir abmachen, dann krieg ich es wieder. Die. Scherzkeks. Da muss ich ja jetzt erstmal gucken, wo hier die passenden sind überhaupt dafür. Schauen wir mal. Also, wir haben ein paar Aufkleber. Einmal. Oh, ich darf es nicht so nah dran halten. Da, hier, komm, hier und da so. Ne? Und für die. Und dann nochmal. Die. So, für die Große auch nochmal. So. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Das wäre jetzt dort. Aber da kommen gar keine. Da kommen keine Lichter. Mal einer an. Jetzt habe ich jetzt verstanden. Ah, alles klar. So, jetzt ist nur noch die Frage. Was wollen die hier von mir? Also. Wir haben hier vorne kommt ein Zeichen. Oh, ich glaube, dafür brauche ich aber eine Pinzette. Wenn ich mir das hier so angucke. Dieke Nummer 4. Oh, hier ist auch eine 4 drauf. Ja, super, welcher ist denn das jetzt? Hä? Das schnelle ich nicht. Moment. Moment mal, ich hol mal meine Sekretärin, die muss mir wieder helfen. Ich habe keinen Plan, wo das hinkommt. Jetzt
hier. Aber da brauche ich eine Pinzette für, da kriege ich gar nicht so gemacht. So klein wie die Teile sind. Ja, jetzt wird's lustig. Also da muss eins drauf. Also hier. Da. Dieses kleine Schildchen, wartet mal. Lass mal doch mal. So, da. Ich muss verkehrt rum jetzt denken für euch, ne? Also. Ich hoffe, ihr seht das auf der Kamera. Da. Da muss eins hin. Einmal für die große. Da, dieses kleine Stück, was hier so vorsteht. Da muss auf jeden Fall was hin. So, auf dem anderen Teil habe ich keine Ahnung. Da soll auch irgendwo was da hinkommen. Ich frage mich nur gerade, wo. Weil wenn man die Teile so zusammensetzt nachher, schauen wir mal. Also, das sind so, einen kleinen Moment mal bitte. Das sind Sticker. Okay, also, da gibt es jetzt zwei Sachen zu. Also, so wie ich das verstanden habe, kann ich das selber machen? Ja. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken. Ja, wir brauchen eine Pinzette. Werkzeugtasche, immer da, wo sie hingehört. Am Platz, natürlich. Wenn ihr meine Videos gesehen habt, wisst ihr, ich habe ein Dampferset mir geholt und da ist alles drin. Und wir nehmen uns jetzt mal hier die Feine. Und wir nehmen uns die noch raus. Das sollte erstmal ausreichen. Und dann schauen wir mal weiter. So. Alter Falter. So, das sind jetzt die zum Kleben. Und das sind die Wasser. Okay, dann nehmen wir die natürlich zum Kleben, ist einfacher. So. Also. Wir brauchen die 4. Die 4? Da. Wo jetzt mein Fingernagel drauf zeigt. Ne? So. Und das muss dann auf das kleine Schildchen auf dem hier. So. So.
Das haben wir schon mal. Da ist jetzt ein kleiner Deutz drauf. So. Und auf die andere Seite, das erkennt man so schwer, soll dann, ich weiß noch nicht, wohin das soll. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wartet mal. Wir gucken uns mal das Bildchen an. Da könnte man vielleicht ein bisschen mehr drauf. Nee. Den kennt man auch nicht. Die 14. Was ist denn hier die 14? Ah, das ist die 14. Okay. So, das heißt, der und der, die kommen so. So. So, jetzt haben wir den so. Okay, jetzt gucken wir uns das nächste an. Den müssen wir eh wieder aufmachen, weil uns ja was fehlt. So, da kommen jetzt... Ich verstehe es trotzdem nicht. Da soll die 3 drauf. Wo soll die 3 denn da drauf? Die 3 drauf sein, aber ich weiß nicht wo. Das verstehe ich nicht. Hm. Also wird heute dann da anscheinend doch mal was länger. Und die 14 auf jeden Fall auch. Die muss auch da irgendwo hin. Wo? So, aber wo soll jetzt die 4? Ich verstehe immer noch nicht, wo die 3 hin soll. Dann, ich habe keine Ahnung. Wo zum Geier gehört die 3 hin? So, machen wir uns jetzt mal ein bisschen Licht an. Hm. Ja, das hat nicht viel gebracht. Okay. Aber ich verstehe nicht, wo die 3 hin soll. So klein wie der Teil ist. Das schnalle ich gerade nicht. Soll ich vielleicht da drauf? Ja.
das scheint ja irgendwas mit dem Motor zu sein. Also wie würde ich jetzt sagen? Kommt die ganz klein auf diesen Motorblock geschoben? So, weil woanders kann ich es mir nicht vorstellen. So, dann haben wir es. Die ersten vier Aufkleber sind drauf. Gut, jetzt legen wir das Teil mal wieder an der Seite. Also, wir haben jetzt einen Aufkleber da kleben. Einen haben wir da kleben. Und der andere klebt hier oben drauf, da. Da auf dem Motorblock. So, den kompletten Teil. So, da wir die anderen beiden Teile ja noch nicht verbinden können, weil uns ja ein Teil fehlt, was nachbestellt ist bei Revell. Also da gibt es natürlich auch dementsprechend die Seite für, dass wir es bei Revell nachbestellen können, würde ich sagen, haben wir es jetzt erstmal. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund und genießt die Weihnachtszeit. Bis dahin, euer Kolke.